Schnurrende Motoren, glänzendes Chrom und der Duft nach Leder. Vom 1. bis 4. Juni 2016 war Kitzbühel Schauplatz der 29. Alpenrallye. 187 Oldtimer aus 6 Jahrzehnten prägten an diesen Tagen das Landschaftsbild in und um die Ganzstadt und ließen die Herzen zahlreicher Automobilfans höher schlagen. Also ich werde die 38 PS, die wir haben, also richtig quälen, vor allem den Berg hoch, mal sehen, ob das reicht. Und der Wagen, ja, ist einfach ein tierisches Gerät. 8 Liter Bentley, macht ordentlich Spaß. Wir haben viel Historie, diese Fahrzeuge haben viel Historie, das passt wunderbar zusammen und ich glaube, das sind die Synergien, die sie da entwickelt haben. Es ist eine Kombination aus touristischer Ausfahrt mit einem relativ hohen Anspruch, auch bestimmte Zeitprüfungen genau zu absolvieren und was das Schönste ist, die Oldtimer auszuführen. Kostbarkeiten wie offene Vorkriegsklassiker, edle Limousinen und noble Coupés passen ideal zu Kitzbühel. Da war sich die geladene Prominenz sicher. Ich meine, in Kitzbühel sind viele Autofans und ich glaube, das ist einfach auch die Historie. Ich meine, die Alpenrallye gibt es seit 30 Jahren jetzt hier, oder? Und das hat sich so entwickelt. Das ist ja auch genau richtig. Das passt so gut zusammen, weil es ist ja ein eleganter Ort, Kitzbühel. Das sind alles elegante Autos, die für mich teilweise erotische Formen haben. Ich finde, das passt wirklich ganz gut zusammen. Blickfang an diesen Tagen waren nicht nur die Automobilklassiker, auch die traumhafte Landschaft und spannende Bergstrecken rund um Kitzbühel begeisterten die Teilnehmer. Diese unfassbar traumhaft schöne Landschaft und diese Kulisse, die ja weltweit, glaube ich, nur einmalig zu sehen ist hier. Und das mit diesen schönen alten Autos, das versetzt einen so ein bisschen auch in die guten alten Zeiten. Die Hektik ist weg, es ist pure Freude, also es macht richtig Spaß. Super abwechslungsreich, tolle Strecken, also richtig toll. Das Highlight gibt's nicht, die ganze Rallye ist ein Highlight. Die Kitzbühler Alpenrallye als eine der führenden österreichischen Veranstaltungen dieser Art ist eine Erfolgsgeschichte in der Ganzstadt. Neben dem Hahnenkammrennen und dem Generali Open ATP Tennisturnier ein weiteres hochklassiges Großereignis in Kitzbühel. Es ist ein hervorragender Sommerstart und das ist eine ganz wertvolle Veranstaltung. Nicht nur vom monetären Wert, auch sonst vom gesellschaftlichen Wert her und Dings, diese Autos sind erbracht. Die Alpenrallye ist der Auftakt für die Sommersaison bei uns.